Hallo und willkommen zurück zur nächsten Folge Gothic 2. In der letzten Folge haben wir ja den Canyon komplett reinigen können. Auch einige Höhlen haben wir noch gefunden und leer gemacht, beziehungsweise aufgeräumt. Jetzt sind wir an dem Strand, direkt neben dem Strand unserer Piraten. Da am Pfeil könnt ihr das sehen, der ist auch nicht ganz so groß, aber hier rennen ganz andere Viecher rum. Gegen die kommen wir nicht besonders gut an. Jetzt wird es auch noch nebelig, na super. Ich habe mir gedacht, wir können ja nochmal wieder ausprobieren. Also ich konnte mich hier von dem Berg doch nochmal retten. Alles gut. Nicht so schlimm gewesen. Wir können ja nochmal probieren, ob wir nicht mit unseren Skeletors ein bisschen was anfangen können. Die haben wir schon lange nicht mehr verwendet. Mach ein Skeletor. Okay. Alter. Muss man sich immer beeilen, wo ich die Skeletore wieder abbaue hier. Kugelblitz. Feuer. Vier. Da. Skeletor. Trank. Vier. Skeletor. So, meine Armee. Kommt mit. Alter, wie nebelig ist denn das jetzt geworden? Oh oh. Alter, viel Schaden macht ihr dem aber nicht. Da ist noch einer. Ja. Greif den schon mal ein bisschen an. Nichts zu plündern. Nichts zu holen. Nein, nein. Und nochmal nein. Oh. Wo habe ich gespeichert? Ich habe es befürchtet. Warte. Nein, jetzt habe ich das nochmal geladen. Entschuldigung. Mann, ich habe doch nach der Aufnahme gespeichert. Lade das. 44, so. Da sind die ersten wenigstens schon tot. Okay, das funktioniert so nicht. Ich muss die... Ich meine, die Skeletore waren schon nicht schlecht, aber dass er mich dann angreift, ist ein bisschen Oberkacke. Ich denke, mit Blitz kann ich besser und dann versuche ich da oben einfach wieder drauf zu kommen. Ich habe sonst keine Schnitte. Der berührt mich zweimal und dann war's. Miraten, ich habe jetzt auch noch den anderen anvisiert, den hinteren, ne? Ich treffe den einfach gar nicht. Sehr gut. Bleib gut stehen. Dann treffe ich halt den hinteren. Nein, ich habe den vorderen getroffen. Alles klar. Ganz entspannt hier um Ecke. Kommst du nicht hoch? Du bist zu fett. Einfach ein wenig Geduld. Pfeile haben wir genug. Und wir haben schon ziemlich krassen einen Bogen. Nix. Alter, treffe ihn doch. Ich stehe direkt davor und er trifft ihn nicht. Ich hätte den jetzt auch locker mit Kugelblitz wegmachen können. Aber nein, ich ziehe es jetzt mit dem Bogen. Ist mir scheißegal. Ich weiß, viele von euch, die sowas sehen, finden das kacke, dass man nicht richtig kämpft, sondern so ein, ja, Bug nutzt, dass sich einer festbackt und ich ihn dann töte. Aber was soll ich machen, jetzt mal ehrlich? Ich habe gegen die keine Schnitte. Ich kann es euch auch gerne nochmal beweisen. Wir speichern nochmal. Ich sehe gerade gar nichts. Wir rennen drauf zu. Wir lassen den jetzt mal vorweg. Ich will nur, es ist jetzt nur einer, ne? Mit ganz viel Glück schaffen wir ihn und mit eher weniger Glück schaffen wir ihn nicht. Hier, guck mal. Er greift mich einmal an und schon ist mein halbes Leben weg. Ich kann zu, es passiert einfach nichts. Wir hauen von Weitem Kugelblitz drauf und versuchen es dann nochmal mit dem Schwert. Das zieht den ja schon ganz gut was ab.
So, Mana haben wir gar nicht. Machen wir uns nochmal eine Mana-Pulle rein. Nehmen die 7. Laden. Da geht's auch irgendwie lang. Laden unseren Kugelblitz auf. Hauen ihm voll den Kugelblitz rein, sobald er stehen bleibt. Ziehen unser Schwert. Geben ihm. Geben ihm. Ja, auf wegzuhüpfen. Hier, mein Leben ist schon wieder weg. Keine Schnitte. Keine Schnitte. Nicht im geringsten. Also, nochmal Kugelblitz. Ja, Feuerwarane sind auch schon nicht ohne. Also die haben uns in Gothic 1 ja ziemlich am Ende sogar noch fast platt gemacht. Da waren wir schon der krasseste Feuermagier von allen. Gib ihm. Ja, kannst natürlich vorher dein Mana aufladen, wenn du möchtest. Man muss nicht, aber kannst du. 7. Kugelblitz. Flieg. Kugelblitz. Flieg. Und lauf. Bisschen zickzack. Dann kriegt er dich nie. Boah, er ist wieder direkt hinter uns. Ab ins Wasser. Da kann Feuer uns nichts. Hier unsere Ecke hoch. Hoffen, dass er nicht hinterherkommt. Er kommt uns einfach gar nicht hinterher, oder wie? Waranchen. Alter, er ist einfach wieder zurückspaziert. Hä, ist ja cool drauf. Toll, so weit kann ich nicht. Habe ich denn schon die Hälfte? Nein, nein, nein. Oh. Ah, gut. So hat es beim letzten Mal auch geklappt. Nein, komm schon. Alter, warum? Oh Gott, mit Kugelblitz im Wasser. Ich verbutzel mich gleich noch selber. Wasser und Strom. Jeder weiß, dass das nicht gut ist. Komm, jetzt machen wir ihn fertig. Aufnahme läuft ja schon fast 10 Minuten wegen einsamem Scheißvieh, ey. Und bleib stehen. Gib ihm! Gib ihm! Jawoll! So, und jetzt du, mein Freund. Wir speichern vorher nochmal. Ich will das nicht normal machen müssen. Ich hoffe, das waren jetzt alle. Gib ihm! So, den mit einem Schlag. So. Es klappt mal so. Also, ich kann es doch nicht ändern. Trotzdem kommen wir ja weiter. Auch wenn wir manchmal nutzen, dass wir irgendwo festhängen. Belia-Statue. Ich brauche noch so einen komischen Sand. Wofür waren der noch? Ich sollte irgendwie so einen komischen Sand, deswegen durfte ich auf keinen Fall die Statuen kaputt machen, aber davon brauche ich so komischen Sand. Ach, da ist schon wieder was, wo wir buddeln können. Sehr schön. Gib ihm! Ich hau dich. Ich schwöre dir, ich hau dich. Ich hau dich. Ich hau dich nochmal. Da ist ja, ist so ein bisschen willkürlich. Mal treffe ich direkt hintereinander. Was ist das denn? Ein Besen? Eine Hacke. Ist klar. Der hatte den Strand gehakt. Ich meine, warum nicht? Ja, du darfst da buddeln, wenn du willst. So, zeig, was drin ist. Jetzt eine Rune. Alles zerstören. Alles zerstören. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Goldener Kompass? Den brauchte ich doch irgendwo für. Ja. Den hat Greg hier verbuddelt. Ja, hat er uns auch erzählt. Deswegen haben wir von diesem Strand überhaupt erfahren. Wir speichern nochmal. Euch ist hell genug, oder? Zombie? Wir hatten hier in dem Spiel noch keine Zombies, oder? Wie gut mögten ihr Magie? Und Totone vernichten wäre super. 7. Kugelblitz. Wosch! Okay. Okay, Magie steckt ja gut weg. Und links und rechts. Und links. Die sind aber optisch besser gemacht als im letzten Teil. Ja, aber sie schreien noch genauso. bleib liegen. Doch, wir hatten glaube ich schon welche. Die richten sich ja wieder so auf, nachdem die eigentlich am Boden liegen.
Ihr bleibt da noch ein bisschen hängen, oder? Ja, sehr gut. Ich bin gleich soweit. Okay, einer ist Geschichte. Den anderen gehen wir jetzt ein. Jawohl, so läuft es doch. Okay, der stirbt noch ein bisschen. Lass dir Zeit. Oh, tut mir leid für den Sound. Oh, nee, das Gold hebe ich jetzt aber nicht alles auf. Nein, was die Axt. Trank. Bist du fertig? Bist du zu Ende gestorben? Jetzt ist du aus der Welt gefallen, oder? Ja, gut, alles klar. Den Zimmer los. Nein, das Gold hebe ich jetzt nicht auf. Ein Amulett. Okay, zeig her. Haben wir ja noch nicht so viele von. Amulett des Kriegers. Schutz vor Waffen 10. Wir sind drei Brüder aus einer Kaste. Zusammen sind wir stärker. Amulett der Krieger. Gibt es da noch zwei Ringe der Krieger oder was? Ring. Ring der Priester. Wir sind drei Brüder. Aha. Habe ich noch so was? Also wir haben ein Amulett der Krieger und einen Ring der Priester. Ne, bisher noch nicht. Aber vielleicht kriegen wir es ja noch. Das wäre geil. Und schönes Schmuckset. So wollte ich sagen. Rostiger 2. Naja, gut. Aber das ist ja jetzt normales Gold. Also das bringt uns jetzt immer nur einen, oder? Ja, komm, das hebe ich jetzt nicht auf. Scheiß drauf. Das ist ja doch ein bisschen übertrieben. Alles klar, dann fehlt uns noch ein Ring. Die lassen sich was einfallen. Okay, das war doch kein Durchgang. Ich habe jetzt vermutet, dass das... Ich stehe ja jetzt quasi mit dem Pfeil so genau. So könnte man da hin. Aber es führt auch einen Weg runter zum Wasser. Ja, alles klar. Stimmt, da waren wir auch jagen. Ich erinnere mich. Da unten bei dem Wasser. Soll noch irgendwas sein. Ich schaue jetzt nochmal eben kurz hier um die Ecke. Aber es sieht so aus, als wenn es hier nicht weitergeht. Nö. Ist da noch irgendwas versteckt? Es ist ja nun mal wieder so eine Versteckecke. Nö, ich kann hier einfach im Kreis rennen. Alles klar. Hätten wir das. Ich würde sagen, wir geben uns auch mal wieder einen kleinen Speedtrank. So, haben wir nämlich schon lange nicht mehr benutzt. Und dann sind wir ja doch einen kleinen Tacken schneller unterwegs. Und sagt die Uhr, Hälfte ist um, okay. Ich hoffe, das ist jetzt nicht weg, nur weil ich durchs Wasser... Bei der Geschwindigkeit müsste ich doch eigentlich übers Wasser rennen. Nö, alles klar, wir sind nicht untergetaucht. Was jetzt? Okay. Ich hab vorne Kiste festgehangen. Moin Jack. Alte Felge. Wir gehen hier weiter. Gut, dann gehen wir jetzt einmal runter zum Wasser. Oder wenn wir uns nicht gleich hier runterstürzen. Nee, wir müssen erstmal da lang und da den Weg wieder runter. Ja, alles klar. Dann suchen wir erst die beiden Typen. Das schaffen wir ja vielleicht in dieser Folge noch. Oder zumindest Anzeichen dafür, wo die geblieben sein könnten. Hier sitzt noch einer rum, mit dem wir schon ewig nicht geredet. Er sitzt hier nicht mehr rum. Okay, dann klaue ich ihm seine Sachen, wenn er sie nicht mehr braucht. Kann sein, dass er jetzt wieder im Lager ist. Fleischschwanze. Brauche ich euch immer noch zwei Schläge? Ich treffe euch einfach gar nicht. Doch, einen Schlag. Wow. Dafür dürft ihr euer Fleisch behalten, okay? XP sind XP. Mein Gott. Stellt euch nicht so an. Kann ich hier runter? Ohne zu sterben? Schwarzer Goblin. Ja, ich wollte mein Schwert wieder wegstecken. Das war absolut in meinem Interesse. Wupp. Der hat mich angesprungen. Der Penner. Hier ist jetzt keine Höhle oder so. Nee, es sieht nicht so aus. Wir geben... Schwerer Ast. Kannst du behalten, will ich nicht. Hat was, ne? Was ist das? Dunkelpilz. Möchte ich auch nicht haben. Wasserfälle. Mein Ding. Obwohl ich schon bessere gesehen habe. Ich meine, man muss immer noch überlegen, dass das Spiel... Was denn? Dieses war, glaube ich, 16 Jahre alt. Oh, was bist du? Ach, nur Varan. Alles klar. Varan ist kein Ding. Dass das Spiel 16 Jahre alt ist, ne? Vor 16 Jahren war das der Oberhammer.
Da war auch Open World noch gar nicht so krass, dass es überall gab. Hier ist aber keine Höhle. Ach, hier liegt Zeug rum. Langbogen. Spruchrolle. Pfeil. 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 Haben die nicht was erzählt, dass die sich immer in der Höhle in der Nähe vom Lager verstecken? Nein. Pack nicht wieder irgendwo fest. Nee, schwimm einfach. Ganz normal, wie jeder normale Mensch. Kann ich da hoch? Ja, kann ich. Hier ist aber nichts. Ist das eine Höhle da? Es wirkt ein wenig so. Nein, ach komm. Ey, das kann doch nicht bei jedem Felsvorsprung so sein, dass du da hängen bleibst. Geh doch einfach ins Wasser. Naja, wenn das jedes Mal funktioniert, mit einfach Escape drücken, dann ist es ja halb so wild. Oh, hier ist ja genug. Bei mir ist schon wieder stockdunkel hier. Okay, es ist doch keine Höhle. Es ist auch unter Wasser keine Höhle. Okay, also ich hätte jetzt mehr erwartet. Dass man wenigstens eine Info bekommt, wo die sein könnten. Oder kann man irgendwo in den Wasserfall rein? Ist jetzt bei Gothic auch nicht so ungewöhnlich, muss ich sagen. Der Mond geht an. Nö. Ich glaube, bei Gothic 1 war einmal der Fall, dass das ging. Aber das haben wir uns nie angeguckt. Bin ich mir fast sicher. Habe ich verpennt, muss ich zugeben. Okay, hier habe ich jetzt so nichts gefunden. Ja, dann ist das so. Dann nehmen wir nochmal einen Speedrank und gehen erst zu den Wassermagiern. Können mit denen nochmal quatschen, dann soll die Folge auch wohl bald um sein. Ich benötige aber Licht. Warum ist das? Warum hat man ab und zu die... Hier sind noch jede Menge Pfeile. Okay, im Dunkeln sieht man die Schrift auf jeden Fall schneller. Ich brauche trotzdem Licht, ist mir egal. Licht haben wir Spruchrolle. Und zwar... Da. Das ist die 9. Ein bisschen Mana, dann kriegen wir es auch an. Das ist ja quasi die Batterie unserer Lampe. Mana, Mana, da. So, die 9. Ja, dann sieht man auch mal was. Nimm mal ein bisschen näher ran, dass das nicht ganz so viel flackert oben am Bildschirm. Jetzt finden wir den Weg doch nie. Ich nehme noch einen Speedrank und hoffe, dass wir nirgendwo runterklabüsern. Speierraum und los geht's. Ja, das ist schon sehr mutig, muss ich sagen. Man sieht ja ungefähr einen Meter weit. Alles klar. Ab zu der Wassermagier. Das war ja jetzt nicht so schwer zu finden, ne? Ich gehe immer nur geradeaus, glaube ich. Okay. Entermesser. Rolle. Goldener Ring. Alles klar. Warum leuchtet da was? Leuchtet aber extrem, oder? Wo müssen wir lang? Wir schauen kurz auf die Map. Ich glaube, von da kommen wir, ne? Ja, wir müssen einfach den Weg weiter folgen. Und dann schnell ins Bett, damit es wieder hell wird. Ich sehe nichts. Ich will nichts unterstützen. Hier war doch auch irgendwo ein Loch im Boden. Ja, genau. Ab zu den Wassermagiern. Waldbeeren. Weidenbeeren. Stimmt, hier stand ja Alligator Jack davor. Es wird schon wieder hell, ne? Was war das? Weidenbeeren. Oh Mann. Dafür bleibe ich auch jedes Mal stehen. Schönen guten Tag. Hey, im Dunkeln sieht man das aber besser, welches Portal man aktiviert hat. Und die Wassermagier sieht man einfach überhaupt nicht, weil voll dunkel und so. Müdigkeit kennen die gar nicht, die brauchen keinen Schlaf. Die sind ja Magier. Ich bin Feuermagier, ich brauche meinen Schlaf. Okay, Licht. Du kannst wieder ausgehen, wenn du möchtest. Du bist jetzt einfach nur noch nervig. Was ist das? Geweihtes Wasser. Krautstampfer. Aha. Mann, ich kann es nicht sehen, weil es so übelst rumflackert. Ein Kochlöffel. Säge. Eine Hacke. Pech.
Alchemietisch. Was können wir denn Schönes machen? Mana, Heil, Special. Special können wir gar nichts. Schnaps. Gar nichts. Tabak. Dunkelpilz, Sumpfkraut, Honig. Ja, wir haben ja schon das Geilste rausgefunden. Das war ja quasi Honig. Mana-Tränke. Ist ein bisschen Verschwendung von Ressourcen, finde ich. Da können wir auch nichts Neues machen. Kann ich noch näher ran, da dieses Geflacker. Ey, kannst du nicht einfach ausgehen? Es ist doch gut, es ist doch hell. Hey. Nein, will ich gar nicht. Hab dich gar nicht. Das war nur Spaß, ich hab dich verarscht. Nein, geh auf Ende. Es geht nicht. Lehre mich die fremde Sprache. Hm. Wenn ich einen Geist sehe. Fand der witzig. Rio Rodillian. Lehre mich dunkle. Das. Lehre mich die Kunst des Tränkebrauns. Erzähl mir mehr über die Gegend, zeig mir deinen ehrlichen Unterricht. Nee, will ich alle nicht. Keiner interessiert daran, dass ich da. Ich war wochenlang bei den Piraten. Nein, will ich nicht. Wieso kann ich denn immer nur das bei euch? Nein! Und wieder zurück. Weil es so einen Spaß macht. Wo ist denn Saturas? Hey, Kronos. Du. Lass uns handeln. Was hast denn du Schönes? Trinke. Die füllt er immer wieder auf, ne? Die ganzen Bücher will ich auch nicht haben. Das ist Kohle. Nee. Ich habe letztes Mal vielleicht auch nur die kleinen Tränke gekauft. Ich kaufe mal ein paar. Nicht, dass der denkt, dass wir den nicht mögen. So, war das du? Wegen Raven. Wegen Raven. Hast du etwas Neues zu berichten? Bisher noch nicht. Ich rate dir nur, diesen Raven nicht zu unterschätzen, hörst du? Keine Sorge. Wegen der Reliquien. Was ist hiermit? Das sieht gut aus. Wo hast du das gefunden? Das Teil hier lag in einem großen Gebäude in einer großen Schlucht. Das war die Bibliothek des alten Volkes. Scheinbar eine Tafel der Gelehrten. Viele der Schriften, die wir gefunden haben, stammen vom Anführer der Kaste der Gelehrten. Merkwürdigerweise hat er seinen eigenen Namen nirgendwo hinterlassen. Sehr gut, das Bild dieser Stadt wird schon klarer. Aber wir wissen noch nicht genug. Es müssen insgesamt 5 Steintafeln dieser Art hier in der Gegend versteckt sein. Finde sie und bringe sie zu mir. Hier hast du etwas Gold zu deiner Entlohnung. Ich werde sehen, ob ich was finde. Gut, beeil dich aber damit. Die Zeit ist nicht unser Verbündeter. Du machst ganz schön Stress. Wofür braucht ihr diese 5 Steintafeln? Die Aufzeichnungen, die wir hier in der Ruine finden können, sind unvollständig. Aber die Niederschriften der Erbauer sprechen von 5 Herrschern, die diese Stadt regierten. Jeder dieser Herrscher hatte eine dieser Tafeln als ein Symbol seiner Herrschaft. Ich denke, diese Tafeln sind der Schlüssel zu unseren Fragen. Oder für eine Tür. Hör jetzt aber. Ich will einen höheren Kreis der Magie lernen. Es ist noch zu früh. Ah, du bist so ein... Adanos. Ja, ja. Ich will endlich in den nächsten Kreis. Die ersten 3 gingen doch auch voll schnell. Was zickt denn der jetzt so rum? Was schlimm. Was ist denn hier? War ich hier schon drin? Hallo? Eine Truhe. Und ein Feuerchen. Nö, hier war ich noch nicht. Nimm ich den jetzt alles weg. Boah, meins. Das sind die Armen wie eine Kirchenmaus. Müssen wir nochmal pennen? Beides voll. Da macht's keinen Sinn. Aber irgendwo da, bei der Ruine da oben waren wir auch noch nicht, oder? Aber rechts daneben, erinnere ich mich, war wieder ein Loch, wo ich buddeln konnte. Das schauen wir uns nochmal kurz an, wenn wir schon hier sind und dran denken. 2 Sachen, die nie sicher sind. Und dann gucken wir da oben noch einmal rein. Wenn wir da nicht schon waren, ich erinnere mich nicht mehr. Hey, Pflanze. Irgendwo hier konnte man... Nee. Irgendwo graben. Es war nicht so weit weg. Da um Ecke. Oder? Oder nicht? Es sieht mehr so aus wie oder nicht. Das war hier irgendwo, da bin ich mir ganz sicher. Da war auch eine Mauer neben, wenn ich mich recht erinnere. Es war irgendwie so in so einer Lücke.
Wow, er ist mal runtergerutscht. Da waren wir schon dran, denke ich, ne? Das wäre, sonst wären wir ja echt doof gewesen. Da muss ich ja zu mir. So, dann grab mal. Grab mal. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ein goldener Kelch. Steintafel. Okay. Nachher besser als nichts. Wir wollen uns gar nicht beklagen. Alter, ist schon wieder in den Berg runtergerutscht. Ohne hängen zu bleiben. Krass. Langsam wird's was mit ihm. Ja, das ist natürlich wieder total in die falsche Richtung, wo ich gerade gehe. Ich wollte da oben hin, aber okay. Ja. Genau so war auch mein Plan. So, jetzt kommen wir so langsam näher ran, da wo wir hinwollen. Was? Okay. Schönen guten Tag. Guten Tag. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. So. Man gebe mir Zähne und Krallen. Ich kann nochmal wieder ein bisschen wegscrollen. Die Lampe scheint aus zu sein. Ja, ein bisschen dichter. So. So gefällt mir das. Jetzt komme ich nicht mehr hoch, ne? Nein. Komm, da geht's. Ich sehe es doch. Da ist genau die Ecke, wo es geht. Genau hier. Ja, also siehst du? Ich kenne auch meinen Bubi. Das ist ja nun mal Bob. Der Schläfertöter. Finde ich ein geiler Name. Hat er sich verdient. Hat ihn ja nun mal getötet. Das alles? Ehrlich hier? Nichts? Einfach? Hier gibt es doch einen Eingang. Erzähl mir doch keinen. Ja. Was war das? Achso, das ist nur der Sound. Ich wollte gerade sagen, was stampft denn hier rum? Hört sich so ein ganz kleines bisschen wie ein Steingolem an. Mal gucken. 30 Minuten gleich schon wieder voll. Mein Alarm klingelt schon. So, kommt mal her hier. Ja, ich freue mich auch, euch zu sehen. Prozent, 3%, 100%. Bam. Es ist, wie es ist. Ich kann es nicht ändern. Hier liegen schon wieder Tränke rum. Trank, Heilpflanze und Blut irgendwie. Gut. Heilpflanze. Nehmen wir. So. Wo wollen wir denn als nächstes hin? Haben wir eigentlich... Wir waren jetzt da oben im Canyon, da haben wir den Teleporter aktiviert. Wir haben da unten noch einen, aber... Ach, der andere Kreis. 1, 2, 3, 4, aber es sind doch 5. Das verstehe ich nicht so ganz. Was ist denn hier links von uns? Gehen wir da mal gucken? Weil da ist ja auch so ein Teleporter. Weil den Sumpf sollen wir rein theoretisch noch meiden. Warte, jetzt habe ich nicht geguckt, in welche Richtung ich stehe. Genau in die falsche, in die Richtung müssen wir. Ja, komm, dann gucken wir uns da noch ein bisschen um. Boah, 5 Minuten haben wir noch. Ich komme sowieso nie auf meine 30 Minuten. Und ich will ja im Spiel auch weiterkommen. Wenn es an mir ginge, würde ich 10 Stunden am Stück spielen und euch das hochladen. Aber das ist ja auch irgendwie... Das guckt sich ja auch keiner am Stück an. Und sonst wartet 10 Tage. Nein, wartet 20 Tage, dann habt ihr 10 Stunden am Stück. Könnt ihr das in eins durchgucken. Ihr müsst es ja nicht am Tag gucken, wo es rauskommt. Was seid ihr denn? Normale Raptoren? Sumpfratte? Das ist doch gar nicht der Sumpf. Snapper. Ja, hier gehen wir jetzt erstmal ein bisschen gucken. Was Snapper kriegen wir, oder? Es war auf jeden Fall mal so. Habe ich immer noch die Paratenkluft an? Das war bisher die beste, die wir hatten, ne? Oder? Ja, ein Schlag. Bei dem brauchen wir wieder einen und bei dem wieder für 5. Ne, doch nicht. Gegen manche Tiere komme ich gut an. Nichts zu plündern. Okay, hat uns nicht viel Schaden gemacht. Wir speichern nochmal. Und gehen tiefer rein. Jetzt fangen wir. Blauflieder. Was ist das? Ein Trank. Äquivalent. Naja, komm, dann nimm die Blauflieder halt auch noch. Wo sind wir hier? Wein.
Ork? Leute, nein, 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 nur lauf doch. Das sind Zickzack, Zickzack mögen sie nicht. Ey, ihr könnt mich nicht mal so unvorbereitet überraschen. Hallo Magier, ich könnte da ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ich will mich doch nur kurz eilen. Gegen zwei komme ich nicht an. Alter, du hast mich schon wieder getroffen, du blöder Penner. Ja, da verstehe ich jetzt keinen Spaß mehr. Ihr seid jetzt dran. Nein, seid ihr nicht. Alter, Wachs. Geht's oder geht es nicht? Okay, ganz vorsichtig. Erstmal mache ich euch weg. Ihr seid ganz schön hässliche Ratten. Sumpfratte, okay. Man muss sie von der richtigen Seite erwischen, dann geht's. Feuernessel, Feuernessel, Snapperkraut. Hm. Toll, aber normaler, oder? Toll. Naja, was heißt normaler? Diese sind für mich auch nicht zu schaffen. Komm mal her, ihr Snapper. Ja, oh, gleich wieder 8 auf einmal, ja. Okay, ein paar sind die Treppe runtergefallen. Da ist nichts. Und die wissen das hier. Sehen wir die nochmal wieder? Da unten ist eine Höhle. Na gut, aber ein Troll? Jetzt mal ehrlich, komm die mal gegen Ork an. Alter, wie tief ist das denn hier? Hier wollten wir besser nicht runterfallen. Ich sehe den Boden nicht. Krass. Wie krieg ich den denn wohl mit Magie weg? Wie gerne mag er denn wohl ein... Wie heißt es denn noch? Kugelblitz. Okay, hat die nicht so wirklich gestört. Ja, fall ruhig runter. Und ein Feuersturm? Also Kugelblitz ist ihm egal. Alles klar, wir werden es nie erfahren. Ich habe gerade im Hintergrund nur gesehen, dass er runtergefallen ist. Jetzt will ich trotzdem wissen, wie... Ich habe noch einen Kugelblitzfeuerball in der Hand. Tschüss. Fall vorsichtig, tu dir nicht weh. Nein, es klemmt er da unten fest. Er lebt noch. Schnapper. Meine Magie ist kaputt. Ich behalte jetzt immer... Hier, ich habe ein Blitzschwert. Das glaubt mir wieder kein Mensch. Hier, Trumpnail, sehr gut. Da unten stampft der Troll noch rum. Na, Hauptsache, der kommt nicht wieder hoch. Der kommt mir bestimmt gleich entgegen. Ist hier irgendwas Schönes, dass man wirklich mal einen Trumpnail machen kann? Hier, da. Ich habe ein Kugelblitzschwert. Kann ich noch meinen Feuerbogen dazu nehmen? Feuerbogen, so. Feuerbogen und Kugelblitzschwert. Jetzt mal ehrlich, wer hat das schon? Das hat noch keiner gehabt von euch. Unglaublich. Ja, wir haben die beste Ausrüstung von allen. Das ist mal Fakt. Können wir den nehmen? Langbogen? 7 Geschick fehlt uns. Aha, wir haben einen besseren Bogen bekommen. 95. Deswegen wollte ich trotzdem einen Feuersturm auf den Snapper machen. Ja. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Ich will hier nicht runterfallen im Kampf. Ja, dann komm du wenigstens. Ich will mal mein Blitzschwert probieren. Kriege ich die XP trotzdem, wenn die runterfallen und sterben? Wahrscheinlich sterben die nicht, ne? Ich muss irgendwann da unten hin und da sind da hunderte Tiere, weil ich die alle hier runtergeschubst habe. Ich kann es nicht ändern. Rostiges Schwert, yeah. Alter, der hat Lederbeutel gesammelt. Ein Trank. Lederbeutel. Trank. Lederbeutel. Ja, der Troll hier. Wie so ein kleiner Schlawiner. Was haben wir da? Da ist irgendwas Blaues im Wasser.
Okay. Wir werden es rausfinden. Über kurz oder lang. Was war das? Waldbären. Langweilt mich, langweilt mich. Sollten wir besser auf dem Weg bleiben? Oder besser nicht? Ich bin mir nicht sicher, was hier besser ist. Nein, nimm mal ein Schwert. Gegen Schnepper kommst du besser mit dem Schwert an. Und gegen zwei sowieso. Ja, aber ist doch nicht das Sumpfgebiet. Wie nenne ich die Folge denn? Ich weiß es nicht. Hab mich jetzt ein bisschen erschrocken. Schnell sind sie ja wohl, ne? Wusch! So. Schwarze Goblins, okay. Wir kommen runter zum Troll, ich wusste es. Ich hab's geahnt. Da steht ein Feldknödelrich oben. Ich sehe es doch. Zwei sogar. Geil. Und noch was zu buddeln. Jetzt speichern wir nochmal kurz ab. Dann hauen wir da eben die schwarzen Goblins um. Die kommen jetzt bestimmt eh angerannt. Dann muddeln wir noch eben aus, was da drin ist. Oh, da war sogar wieder ein Krieger dabei. Sogar zwei. Ja, du bist schon ein bisschen besser als deine Kumpels. Hältst ein bisschen mehr aus, ne? Aber keine Chance gegen richtigen Erwachsenen. Deswegen sollte man kleinen Kindern keine Schwerter und Rüstung in die Hand drücken. So geht's nämlich ab dann. Wenn man die zu lange unbeaufsichtigt lässt. Da ist nichts so. Nehmt eure Erziehung ernst, Leute. Ehrlich. Das endet so. Ich sag euch das. Was hat? Keine Wurzel. In kleinen Minigoblins. In Rüstung, die jeden angreifen, der ihnen über den Weg läuft. Nur kleiner Spaß. Halt, wenn da steht ein Lederbeutel. Alter, was wir hier eine Lederbeutel kriegen? Wie viele Kühe mussten dafür sterben? Oder, ja, Rindsleder ist ja Kühe, nicht? Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Einen Trank. Und noch einen Trank. Und noch einen Trank. Echt, drei Tränke? War wesentlich was für Stärke dabei oder so? Bonus für maximales Mana. Ja. Okay. Das behalten wir so bei. Ich heile uns nochmal gerade, sonst vergesse ich das in der Anfang der nächsten Folge wieder. So, einmal den hier. Einmal der hier reicht. Einmal der hier. Einmal speichern. So. Gut. Ersten Auftrag für Greg haben wir erledigt. Wir waren bei dem Wassermagier und haben uns da noch einmal durchgequatscht. Wir haben die Lederrüstung bekommen. Und jetzt sind wir gerade... Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Es hat doch keine Bezeichnung. Es ist das Labyrinth. Wir werden sehen, wie es heißt, wenn wir an dem Teleporter angekommen sind. Wenn der hat hier einmal eine Bezeichnung. Dann wissen wir, wie dieses Gebiet heißt. Der Canyon ist es ja nicht. Im Canyon waren wir oben. In der Wüste da. Und dies ist... Die Ruinen. Ja. So werde ich die Folge nennen. Die Ruinen. Ist klar. Nächste Folge geht's weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und... Tschüss.